Heute ist Valentinstag. Und was passt zu dem Tag der Liebe besser, als euch ein paar YouTuber vorzustellen, die bereits ihr Liebesglück gefunden haben. Und ich sage absichtlich gefunden, denn in dieser Liste werden sich nur Creator befinden, die entweder verlobt oder gar dem Bund des Lebens bereits eingegangen sind. Dies wird kein gewöhnliches Ranking, sondern eher eine Aufzählung, da ich der Meinung bin, dass jede Liebe einzigartig ist und dass man sowas nicht in einem wertenden Rahmen behandeln sollte. Die Reihenfolge ist also in diesem speziellen Fall nicht von Bedeutung. Lasst uns also die Liebe zelebrieren. Viel Spaß! Mary M., die wohl viele noch unter dem Namen Beauty Peachy kennen, ist seit dem 31. Juli 2016 mit ihrem Tobi verlobt. Dieser Tag ist doppelt besonders, denn Tobi wurde gleichzeitig 25 Jahre alt. Unter einem inszenierten Feuerwerk gab die YouTuberin ihm das Ja-Wort. Seitdem dreht sich so einiges auf ihrem Kanal rund um die Hochzeit. Fest steht, dass die beiden Mitte 2017 heiraten wollen und dass Babys Beauty Palace die Ehre hat, Trauzeugin sein zu dürfen. Fun Fact: Mary M. trug ihren Verlobungsring erst auf der rechten Seite, was ziemlich untypisch ist. Grund dafür: Durch eine Narbe an ihrem linken Ringfinger war es zunächst unmöglich, den Ring regelkonform zu tragen. Tobi und Mary sind jedenfalls im siebten Himmel und können ihre Hochzeit kaum abwarten. Der einzige Internationale in dieser Liste und dann auch noch ein absolutes YouTube-Urgestein. Viele von euch werden den Mystery Guitar Man gar nicht mehr kennen. Aber als YouTube noch in den Kinderschuhen steckte, hat einfach jeder seine Musikcover geschaut. 2010 hat er sich mit seiner Sarah verlobt und die Art und Weise, wie er es arrangiert hat, ist einfach zu süß. Er hat sie nämlich ins Kino eingeladen und extra einen Filmtrailer produziert, der vor dem Film lief, der auf die Verlobung hinarbeitete. Den Kniefall machte er dann im Kinosaal und Sarah sagte vor den restlichen Besuchern Ja zu ihrem musikalischen Partner. 2011 heirateten die beiden und sind auch heute noch glücklich miteinander. Paola Maria und Sascha von den Außenseitern sind auf den ersten Blick ziemlich verschieden. Doch wenn man die beiden in ihren Videos sieht, merkt man schnell, dass sie füreinander geschaffen sind. Und im Oktober 2015 machte Sascha Nägel mit Köpfen. Er fragte sie, vor laufender Kamera wohlgemerkt, ob sie seine Frau werden will. Paola sagte die alles veränderten zwei Buchstaben und seitdem sind die beiden verlobt. Und jetzt, zwei Tage vor Valentinstag, haben die beiden tatsächlich geheiratet. Viel über die Hochzeit wurde noch nicht bekannt gemacht, aber wenn ich richtig kombiniert habe und einige Instagram-Fotos anschaue, war die Hochzeit wohl in Las Vegas. Ich wünsche den beiden alles Glück der Welt und mal schauen, wie sich die beiden als Mann und Frau so schlagen. Nach der Herzschmerztrennung mit Liont ging es bei Dougie B auf einmal ganz schnell. Denn sie ist sich sicher, ihr Freund Eugen ist der Richtige. Dieses Gefühl bestätigte sich, als dieser wohl am romantischsten Ort der Welt, vor dem Eiffelturm in Paris, sein Herz offenlegte und ihr die Fragen aller Fragen stellte. Mit einem Tränenausbruch und Schnappatmung sagte die YouTuberin Ja zu ihrem Eugen. Mit der Hochzeit an sich wollen sich die beiden aber noch Zeit lassen. Erst 2018 soll diese stattfinden. Es steht aber bereits fest, dass diese im Ausland stattfinden soll. Dougie B wurde sogar schon mehrfach angeboten, die Hochzeit im TV zu zeigen. Die 22-Jährige lehnte aber dankend ab, da die Hochzeit ein ganz intimes Erlebnis werden soll. Mal schauen, was bis 2018 noch so passiert und Dougie und Eugen stehen verdient in dieser Liste. Yep, Oberprankster Mert Matan hat es mit seiner Jasmin in diese Liste geschafft. Denn Mert hat seiner Freundin in Paris ein Versprechen gegeben, dass sie für immer und ewig zusammen sein werden. Er betont zwar, dass es ja keine Verlobung an sich gewesen sei, aber wer Videos mit den Worten "Wir sind verlobt" hat, der ist verdient in diesem Video. Und ganz ehrlich, auch einem Mert wünsche ich alles Gute für seine Beziehung und dass er mit seiner Jasmin glücklich ist. Denn egal welchen Content ein YouTuber macht, egal wie fragwürdig manche Moves sind, ein Recht auf Glück hat jeder Mensch. Mert und Jasmin scheinen es jedenfalls ernst zu meinen und mal schauen, eventuell gibt es bald Updates zu einer richtigen Verlobung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es doch auf Twitter. Mein Profil findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank für euren Support und bis bald.